Solothurn gehört zweifellos zu den Städten mit der höchsten Bar- und Beizendichte der Schweiz. Von Pizzeria über Dönerladen, Irish Pub, Cocktailbar bis hin zum Stadtkaffee oder zum Spanier findet man eigentlich alles, was man sich ausdenken kann. Wer jetzt bei so viel Themenauswahl Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, wo man hin soll, der hat seit gut eineinhalb Jahren eine neue Anlaufstelle am Friedhofplatz, nämlich die Einfachbar. Wie einfach, dass die Bar tatsächlich funktioniert, das finden wir heute zusammen raus. Bei mir ist heute Geschäftsleiterin Andrea Iseli. Herzlich willkommen im Sonntag. Merci vielmals. Danke vielmals, bist du da. Ich sage es gerade am Anfang. Wir sehen hier auf den Tischchen, wir haben ein spezielles Setup. ich habe das gemacht, um ein bisschen bei der Thematik von Bar zu bleiben. Du hast sozusagen zwei Joker. Wenn du findest, eine Frage ist so, die werde ich nicht beantworten oder die kann ich so gar nicht beantworten, die ist schlecht gestellt, dann kannst du sagen, weißt du was, dann nehmen wir lieber einen Shot zusammen und dann nehmen wir zusammen einen Shot und die Frage ist mal passé. Das ist super. Ist das gut so? Super Idee, ja. Super. Und ja, wenn alles was beantworten willst, auch gut, dann nehmen wir es vielleicht am Schluss von Sendung. Ja, das ist gut. Genau. Aber bleiben wir doch gerade beim Thema eben Einfachbar. Für was steht der Name oder das Konzept? Wie einfach ist das bei euch? Ja, ziemlich einfach, würde ich sagen. Also das Konzept ist so, dass wir die Karte bewusst einfach gehalten haben. Also bei uns kommst du nicht eine Karte von 40 Seiten über, sondern du hast eine Karte mit zwei Seiten und hast so schnell ein Getränk, das dir gefällt. Du musst nicht eben durch eine lange Karte kämpfen. Das ist uns sehr wichtig und das ist auch das Konzept. Und ich sage auch mal der Umgang. Wir sind sehr unkompliziert. Bei uns kannst du reinkommen und es lustig haben mit uns oder mit anderen Gästen. Und wir, es ist auch familiär, sage ich mal. Und, ja, vom Aussehen her ist es vielleicht nicht einfach, ein Stuhl oder ein Tisch, sondern dort ist etwas mehr gemacht worden. Aber ja, es ist einfach schön auch bei uns. Genau, ich denke, das können wir uns zusammen anschauen, wenn du schon vom Interieur sprichst, oder vom Mobiliar auch. Das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also ich habe mir das auch einfacher können vorstellen. Es ist sehr schön eigentlich dort drinnen. Man sieht die, vor allem auch die üppigen Sessel fallen auf, das Polster, die Sitzbank. Aber auch die Farbe, für mich hat es auf den ersten Blick mehr so ein bisschen gewirkt, wie vielleicht ein Zigarren-Lounge aus irgendwie den 70er oder so. Ist mir da sehr das Ding mit den Tapeten. Wie siehst du das? Ist das so ein bisschen der Stil oder ist das etwas ganz anderes? Ja, hat durchaus etwas. Es ist auch so ein bisschen Kolonialstil. Ja, genau. Widerspiegelt sich das auch bei den Leuten? Also zieht ihr entsprechend auch eher, sag jetzt mal, ein reifes Publikum an, das vielleicht das auch mehr schätzt? Oder ist das ganz durchmischt? Es ist sehr durchmischt. Wir haben ein junges Publikum, älteres. Wir haben wirklich, es ist manchmal sehr interessant, auch beim Arbeiten, wenn ich hinter der Bar stehe und vorne schaue. Ich habe wirklich den schönsten Blick hinter der Bar. Ja. Und da denke ich manchmal, es ist so ein wie in einem Wartesaal, wo die verschiedensten Menschen hocken. Und das schätze ich auch mega, dass wir wirklich, ja, dass alle zu uns kommen und wir dort nicht einfach nur ein bestimmtes Publikum anziehen. Genau, der Stil oder das Besondere zieht sich sogar durch bis aufs WC eigentlich. Auch hier haben wir nicht einfach eine weisse, sterile Wand, sondern auch dort ist ein Muster da. Man fühlt sich, ja, so ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, fast ein bisschen daheim oder familiär. Genau. Übrigens sind das 443 Plättchen. Die habe ich mal gezählt, weil wir einen Wettbewerb gemacht haben. Und ja. Das ist noch interessant zu wissen, oder? Aber du hast dich nicht selber verlegen müssen. Nein, das nicht. Sehr gut. Wir kommen später noch zu den Aufgaben, die tatsächlich zu deinem Job gehören. Das, also die Innenausstattung, endet schon mal nicht. Ja, wenn wir diese Bilder gesehen haben, dann haben wir gerade einen interessanten Vergleich. Und zwar hat die letzte Fasnacht sozusagen Zweck gemacht für diese Fasnacht, was ein spezielles Event ist, und hat eigentlich komplett mal rausgeräumt. Das können wir uns gerade mal anschauen, wie das da ausgesehen hat. Genau, links das Bild, also ich nehme an, das haben wir in erster Linie gemacht, damit es nicht allzu dreckig wird, oder? Ja, und dass wir vor allem einfach auch mehr Platz haben, weil es ist sonst schon sehr eng, wenn alles steht und das wäre unmöglich gewesen. Darum haben wir die Sachen dann rausgeräumt, dass es einfach Platz gibt, ja. Genau, und rechts sieht man da, wie sich das gefühlt hat. Also ich glaube, die sind nachher am Schluss auch froh gewesen, um jeden Quadratzentimeter, den ihr eben gehabt habt. Genau, genau. Ja, das ist so.
Ja, Stichwort Fasnacht, Tanzen. Das findet man noch an einem anderen Ort. Und zwar veranstaltet ihr auch eine Party im Kofmau regelmässig. Die heisst einfach Tanzen. Auch das simpel. aber mit gutem Effekt. Auch hier haben wir ein Bild, das man sieht. Es ist eigentlich sehr gut besucht. Auch immer. Es ist Raumbar im Kofmau. Mhm. Und ja, auch dort haben wir wieder ein ähnliches Bild. Oder? Die Leute stehen eng zusammen. Es wird gefestet. Was kommen dort für Leute? Kommen dort Stammgäste oder ganz andere Leute? Oder wie verhält sich das? Ja, ich denke sicher auch Stammgäste. Aber auch, ich habe auch schon Leute gesehen, die ich noch nicht in der Bar gesehen habe oder auch nicht kenne. Und auch dort eben, es ist für jeden Mann. Mhm. Es ist nicht auch dort ein bestimmtes Publikum, das fürs Tanzen kommt, sondern es kann jeder kommen. Mhm. Und es ist auch niemand ausgeschlossen? Nein. Und auch vom Alter her, es ist vielleicht auch eine Party, wo man auch mit 50, 60 noch kommen kann. Weil ich habe auch festgestellt, viel beim Arbeiten, wenn wir die Flyer auflegen, bevor es Tanzen ist, fragen sie, ja, ist das noch für uns? Und ich sage, durchaus, einfach kommen. Und es ist wirklich, es passt, egal was für Alter. Ja, wie alt das mir ist, genau. Ihr habt aber, nebst dem, dass ihr noch Partys organisiert, auch eine Mitgliedschaft in Einfachbar. Was bedeutet das genau? Was kann man da, oder von was kann man Mitglied werden bei euch und was hat man davon? Man kann als Member, oder wir haben einen exklusiven Memberclub, wo man eine Mitgliedschaftsgebühr zahlt, wo man dann profitiert von verschiedensten Anlässen, die wir organisieren. Unter anderem eine Mitgliederversammlung, die es jährlich gibt. Oder dann machen wir nächstes Jahr zum Beispiel eine Weinreise oder eine Weinwanderung mit den Membern. Genau. Sind das so besondere Sachen, Ideen, die man wie ein bisschen muss haben muss, um sich abheben von anderen? Ich habe es eingangs gesagt, es gibt viele Bars in Solothurn. Oder ist das mehr etwas, wo man einfach gefunden hat, hey, das hätten wir Lust drauf, das finden wir cool, jetzt machen wir das mal? Ich denke, es braucht es jetzt nicht unbedingt, für dass man erfolgreiche Bar kann führen kann. Mhm. Aber es ist jetzt einfach ein, ja, man hat es wollen, genau. Was gefällt dir eigentlich besonders? Einerseits natürlich am Job generell, aber vielleicht auch so speziell in der Einfachbar? Mir macht es unglaublich Freude, wenn ich Gastgeberin kann sein kann. Mhm. Und ja, die Leute bedienen und ihnen kann eine schöne Zeit schenken und sie zufrieden rauslaufen und auch wieder kommen. dann bin ich mega happy. Gibt es Sachen, die man muss jetzt auch fragen, oder? Wo man nicht so gerne macht, wo einem Nerven manchmal? Ja, Nerven ist vielleicht das falsche Wort, aber es braucht einfach manchmal ein bisschen Geduld oder Durchhaltenvermögen, auch wie es später da oben wird. Das ist wirklich ein heavy Job. Man ist halt, ja, es ist laut, es ist hektisch, man ist körperlich immer dran und dann ist vielleicht manchmal der Moment, wo man nicht mehr ganz so lacht wie vorher. Und das ist ja so ein bisschen die Situation. Aber das muss man halt einfach auch können handeln. Mhm, genau. Was muss man eigentlich sonst mitbringen, wenn man jetzt zum Beispiel bei euch arbeiten will? Was muss man besonders gut können, wenn man so in einer Bar ist, von dir aus gesehen? Ja, ich denke, man muss offen sein und einfach Freude haben, mit den Leuten zu kommunizieren. Und wenn man ein verschlossener Mensch ist und den Kontakt zu den Leuten nicht gerne hat, ist man, glaube ich, im falschen Job. Und ja, Freundlichkeit und der Dienstleistungsgedanke, aufmerksam, das Interessierte. Ich glaube, das sind die Sachen, die man mitbringen muss. Mhm. Hört das aber auch nicht mehr auf? Sagen wir jetzt gerade mal die Dienstleistung oder das Freundlichsein. Also gibt es auch Grenzen, wo man sagt, jetzt geht jemand zu weit als Gast. Da muss ich jetzt sagen, sorry, das gehört nicht dazu. Auf jeden Fall. Also es gibt klare Grenzen. Ich kann zum Glück sagen, die sind jetzt in den eineinhalb Jahren bei uns in Bar selten passiert, dass wir irgendwie jemanden vor die Tür stellen oder so. aber es gibt auf jeden Fall Grenzen, die man auch ziehen würde. Ja. So, ja, wo man muss sagen, schau, ich glaube, es ist der Punkt gekommen, wo es genug ist. Du bist natürlich, also eben, ich denke, viele Leute können dich vor Bar selber, wenn du selber im Einsatz bist, auch bedienst. Du hast aber natürlich auch im Hintergrund die eine oder andere Aufgabe.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, was gehört da dazu, dass man sich das auch noch vorstellen kann. Ja, sie kaufen, sie entsorgen, bestellen, Pläne schreiben, Buchhaltung, Sachen reparieren. Das gehört auch dazu. Ja, eigentlich alles in einem kleinen Unternehmen, sozusagen von A bis Z. Das ist eigentlich auch genau das, was mir auch so Freude macht daran, dass wirklich alles beinhaltet. Das ist Ruben, wir kommen auch gerne wieder einen Stuhl zusammen oder flicken etwas gerne. Genau. Genau, seit diesem Jahr hast du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu tun im Hintergrund. Seit heute gehört nämlich auch der Heinz noch zur Einfachbar dazu. Mhm. Heisst das, du bestimmst jetzt dort auch, was durchgeht? Oder wie läuft das? Wie läuft der Heinz weiter? Der Heinz wird weiterhin so geführt, oder das Konzept bleibt gleich, wie sie es hatten. Wir finden das super, das ist erfolgreich. Ich bin mehr im Hintergrund. Und wir haben operativen Barmanager, der Ian, der das super macht. Und mich sieht man ab und zu auch dort am Arbeiten. Auch bewusst, dass ich das Gefühl bekomme, das Feeling. Und auch den Betrieb lernen kennen und die Leute. Aber bin mehr in der Einfachbar immer noch anzutreffen. Genau. Aber das heisst, du bist eigentlich permanent irgendjemand, entweder für den Heinz oder für die Einfachbar im Einsatz. Das ist so, ja. Ja, genau. Ja. Vielleicht können wir zum Schluss noch ein bisschen führen schauen. Und zwar sind wir jetzt so schon in der Advents-Weihnachtszeit. Steht da noch etwas an bis Ende Jahr bei euch? Habt ihr noch irgendwie etwas Besonderes, Weihnachtliches geplant? Oder ein Getränk, eine Aktion, etwas? Ja, nicht mal so gross. Nein, wir machen noch ein Einfach-Karaoke, am 23. und 24. Wo wir vielleicht ein bisschen Weihnachtslieder singen. Aber sonst haben wir jetzt auf die Weihnachtszeit nichts Grosses so geplant. Ja. Und einfach Karaoke ist wieder das gleiche Prinzip, ja. Offen für alle. Genau. Man kann singen, wenn man will, man muss nicht, nehme ich an. Ja, das ist genau so. Könnte man die auch singen, einfach Karaoke? Ja, tatsächlich. Letztes Mal habe ich auch gesungen. Ich glaube, wenn man das immer wie miterlebt, plötzlich denkt man, ja, eben, es ist ja gar nicht so schlimm. Und nachher probiert man es mal und dann macht es sogar Spass. Also auch wenn man gar nicht der Sänger ist. Sehr gut. Und so soll es ja auch der Gäste gehen, oder? Schlussendlich. Ja, genau. Dann haben wir zum Schluss noch ein kleines Entweder-Oder vorbereitet für dich. Und zwar, wo bist du lieber? Vor oder hinter der Bar? sehr gute Frage. Vor? Vor der Bar, ja. Gleich. In den Momenten, was es mal gibt, gell? welche Zeit hast du lieber? Fasnacht oder Weihnacht? Fasnacht. Eindeutig. Was hast du lieber? Glühwein oder Gin? Gin. Und was nervt mehr? Wenn Gäste schnippen oder wenn sie kein Trinkgeld geben? Jetzt wäre es Zeit zum Trinken. Sehr diplomatisch. Genau. Du darfst auswählen in diesem Fall. Was haben wir da feins? Ein ist Creme. Genau. Das. Genau. Sehr gut. Prost. In diesem Fall. Prost. Sehr fein. Genau, nicht ganz so qualitativ hochstehend wie bei euch vermutlich. Genau. Und ich nehme an, in dem Sinn werden die Gäste eigentlich gar nie nervig sein, so wie du das jetzt umgangen hast. Gut, dann sind wir eigentlich schon durch. Merci vielmals. Bist du da gewesen, Andrea? Merci auch vielmals. Ich wünsche natürlich weiterhin ganz viel Spass und viel Erfolg auch mit der Einfachbar, mit dem Heinz und natürlich auch mit den diversen Events, die ihr macht. Merci vielmals. Schön gewesen. Danke an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse am Sotalk. Ich hoffe, ihr habt eine ganz angenehme, schöne und auch festliche Weihnachtszeit. Bleibt gesund und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Ademinang. Tschüss zusammen.